Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Cheat Show. Ich habe beschlossen, den ganzen Namen zu geben. Der Show, in welcher wir Cheats verwenden, um darüber hinwegzutäuschen, dass wir noch nie mit einem Mädchen geredet haben. Seufz. Heute mit Super Mario Sunshine. Weil es gar nicht spannender losgehen kann, würde ich sagen, wir beginnen mit meinem absoluten Favoriten, dem schnell rennenden Mario. Ich meine, er ist nicht mal viel schneller als zuvor. Es ist einfach... Ich bin begeistert. Das Problem an Super Mario Sunshine ist, dass die meisten Hacks wirklich dämlich sind. Und damit meine ich Cheats. Und es sind crazy Color Waves. Was ist der Sinn dahinter? Es ist nicht mal lustig oder kreativ. Es ist einfach nichts. Es ist einfach nichts. Hey, mögt ihr seltsam deformiert? Was sind das für Cheats? Oh, ich hoffe, ihr habt euch eingeschnallt und steht der aufregende Reise bevor, habe ich gerade herausgefunden. Und ich habe keine Ahnung, wo Schatten Mario ist. Und ich habe ihn besiegt. Wie wäre es, wenn zusätzlich zu dem, was wir aktuell haben, noch den Kamerawinkel verändern würden? Okay. Ich meine, es ist okay, wenn ihr euch übergeben müsst. Mir geht's auch nicht anders. Oh, hallo da hinten. Ich glaube, ich möchte Mission Nummer 1. Kannst du nicht so genau erkennen? Oh Gott. Ich meine, die Sache daran ist, es ist irgendwie... Ist dann, dass die Kamera so weit weg ist, dass kein Schleim mehr am Boden gespawnt wird? Ist das möglich? Wenn wir beim Thema seltsam sind, dieser Kampf hier gerade ist gewöhnungsbedürftig, könnte man sagen. Frage, die wir uns jetzt natürlich alle stellen, ist, gibt es noch Möglichkeit, wie wir das Ganze noch ein bisschen, wie wir das Ganze noch dümmer machen könnten? Was für eine Frage. Selbstverständlich! Mit dem poorly shaded Mario. Was dafür sorgt, dass Mario ein bisschen dunkler ist als zuvor. Ich denke im Großen und Ganzen, wenn wir betrachten, was wir alles vor uns haben, nicht die drastischste Änderung, die man sich vorstellen könnte. Was, wenn wir die... Oh Gott, ich weiß, was ich gemacht habe. Das ist auf jeden Fall irgendeine Special-Kamera. Oh. Oh, ich kann jetzt wirklich weit weg zoomen. Ja, das, Es gibt noch eine Sache, die wir in Kombination zum Ganzen machen können. Und zwar, wenn ich Steuerkreuz nach oben drücke, was mit diesem Cheat... Crash das Spiel. Das ist ein guter Cheat. Oh. Hallo, Hauptmenü. Ich dachte mir, wir sollten ein paar von diesen Deformierungs-Cheats vielleicht mal anschauen, ohne dass diese extrem seltsamen Filter aktiv sind. Und... Oh Gott. Mario ist ein großer Mann. Er ist ein sehr, sehr großer Mann, könnte man sagen. Hey! Was war das? Ich habe das Gefühl, es wird mir nicht möglich sein, ein Level zu betreten. Kann das sein? Denn irgendwas sagt mir, dass ich sehe das M nicht. Jungs, ich will euch nicht stören bei mir herumhängen. Aber habt ihr vielleicht irgendwo das M gesehen? Das M steht für Mario. Meiner Meinung nach, keine Sorgen, ich hab's gefunden. Ist wieder einer dieser Tage. Tatsächlich sind die Palmas sehr nah mit den Maulwürfen verwandt, was man daran erkennt, dass sie riesige unterirdische Kolonien aufgebaut haben. Oh Gott, mir ist gerade eingefallen, es gibt eine Sache, die wir noch vergessen haben. Steuerkreuz nach oben für den großen Mario. Versuchen wir es nochmal und schauen, ob das Spiel diesmal wieder crasht. Okay. Guter Cheat. Mein Favorit. Okay, ich sollte mir jetzt eigentlich alle Shine-Sprites gecheatet haben. Okay, das war nur bedingt aufschlussreich. Ich habe aber immer noch nicht alle Welten geöffnet. Oh, wir haben jetzt wirklich alle. Da ist Schatten Mario und er rennt... Nach Corona Mountain.
Ich musste nur das eine Level verlassen, damit das funktioniert. Wisst ihr was? Ich zieh meine Drohungen. Und es waren keine Drohungen. Ich habe nicht... Ah, fuck! Es ist alles geflutet! Das war nicht der Plan des Ganzen. Das ist eine gute Idee, unter Wasser zu tauchen. Fantastische Idee. Außerdem wusstet ihr, dass wenn man unter die Baumstämme taucht, dass man dann eigentlich nach unten gedrückt werden sollte und dann am Boden entlangläuft. Ja, genau das. Das ist super seltsam. Das ist ein kleiner, hier sollte man der Habernase nicht aufmachen. Das ist ein kleiner lustiger Glitch, der in dem Spiel möglich ist zu machen. Also auch im regulären Spiel, das hat nichts mit Cheats zu tun. Das ist einfach nur eine Sache, die möglich ist in diesem Stadium des Spiels. Ohne es wirklich zu wollen, habe ich den Spielstand scheinbar wirklich kaputt gemacht. Ich bekomme diese seltsamen glitchy Grafiken nicht mehr weg und wir haben immer noch die flutete Stadt und hauptsächlich bekomme ich die ganzen verbuggten Grafiken nicht mehr weg. Es wurden Fehler gemacht, okay. Okay, ich habe jetzt meine gesamte Memory Card gelöscht und nochmal alles komplett von vorn begonnen, damit das Spiel wieder funktioniert ohne irgendwelche Fehler. Und jetzt, wenn wir in einem komplett neuen, frischen Spielstand sind, bei dem noch nichts gemacht wurde, versuchen wir nochmal den großen Mario. Okay. Und das war es also, wofür das Spiel zweimal gecrashed ist. Das ist also der große Mario. Das war's wert. Der Cheat, auf den ich mich die ganze Zeit über meist gefreut habe, war aber der gute alte Moonjump. Weil ich zuerst der Meinung war, dass er ungemein hilfreich und interessant sein könnte in Sunshine. Eigentlich ist mir dann gerade aufgefallen, dass Moonjump in diesem Spiel gar nicht mal so interessant ist, nachdem es die Raketendüse gibt und es vermutlich nicht allzu viele Orte geben wird, die wir jetzt mit dem Moonjump aufsuchen können. Die Raketendüse nicht auch uns hätte aufsuchen lassen, versteht ihr? Ist nicht so aufregend, könnte man sagen. Weiß nicht, was wir damit am besten machen können. Vorsicht, Fallschaden. Allerdings gibt es auch ein Testlevel in Sunshine, welches man per Cheats aufsuchen kann. Und in diesem Testlevel werden diverse Dinge getestet. Zum Beispiel ein Fußball, den ich gerade von der Kante geschossen habe. Oder das hier unten. Mit Gitter. Es wurden in der Tat Dinge hier getestet. Es gibt, denke ich, nicht allzu viel Zweifel daran. Nehmen wir ein Scheinsprite mit. Crash das Spiel jetzt wieder, nachdem ich den Scheinsprite mitgenommen habe. Nein! Wir starten das Ganze nochmal neu. Okay. Das erleichtert mein Leben ganz ungemein. Seht ihr ihn? Das geht ja, dass ich es ins fertige Spiel geschafft hat. Ich weiß nicht mehr genau, was er mit ihm auf sich hat. Auf jeden Fall dann Auge oben an seinem Körper gehabt und er ist einfach wieder durch die Wand gelaufen. Warum macht er das ständig? Aus irgendwelchen Gründen ist hier hinten ein Eisstand. Ich weiß nicht ganz. Der ist gar nicht im richtigen Spiel vertreten, der Eisstand, oder? Dabei sieht der köstlich aus. Warum auch immer er hier ist. Und bevor wir mit dem Ganzen durch sind, werfen wir noch einen Blick auf ein paar, Ding. Ich sehe schon den ein oder anderen Filter, könnte man sagen. Ja, das gefällt mir auf sehr vielen Ebenen nicht sonderlich, ehrlich gesagt. Ich habe ein bisschen Texturen verändert. Und na gut, das war unser Super Mario Sunshine Abenteuer. Wir sind irgendwie nicht dazu gekommen, irgendwas Sinnvolles zu machen, aber dafür da habe ich meinen Spielstand so weit kaputt gemacht, dass ich die ganze Memory Card löschen musste. Ich denke, das ist auch soweit eine Leistung. Ich weiß immer noch nicht ganz, wie es passieren konnte, aber es ist passiert. Bis zum nächsten Mal und gute Nacht.